Weiß ich Oh, nicht. bist du wieder hoch? Ja, ich komme da rum. Sieh, Oh. es könnte uns in Stücke reißen. Warte mal. Ich muss ja mal klarkommen hier, ey. Feinde geortet. Zeigen wir diesen Typen, was wir drauf haben. Alter, ich weiß nicht, wie ich nach oben komme. Ich bin doch oben, oder? Ich bin hier oben bei der Tussi. Na, die Minikarte hat gerade dich unten da nicht gezeigt. Ach so. Da drauf geguckt. Alter, das Ding ist ja voll gewaltig, ey. Wow, wow, wow. Alter, wie das aussieht, Mann. Einer kommt jetzt schon hochgelaufen, unsichtbar. Na warte, ich geh zur Treppe vor. Ah, einer schon oben. Fluche Deckung! Die können es ja auch übertreiben hier, ne? Pass auf, das andere neben dir. Unsichtbar. Wow. Adi, hallo. Oh, die rasten richtig aus. Aufpassen, die rasten richtig aus jetzt hier. Ja. Dann die ihren doofen Schutzschild, Maggie. Das sind bloß die Monitore, das sind die Anführer von denen, also die Eliten sozusagen. Ach so. So die Super Soldiers. Macht so hart weiter. Macht so hart weiter? Naja, wir kriegen gerade hart in die Fresse hier. Ja, weil, das hört sich doch komisch an. Mach sie hart weiter. Ja, was ich viel bekloppter finde, die Gegner glitschen hier schon wieder weg. Na, dann sind wir weg. Alter, nein! Ey, das Ding ist voll übertrieben. Ja, yeah. Nächstes Level mit Bolt Action, ich geh kaputt. Wenn wir das Ding zerstören, kriegen wir Ego Level 5000. Wenn du das schaffst, ja. Alter! What the hell? Alter! Warum komme ich überhaupt gar nicht klar? Was ist das für ein Riesenvieh? Warte, wenn du am Boden bist, ich komm gerade hoch. Wir müssen das Ding aber nicht töten, ne? Nein, wir müssen die Dings beschützen. Also die Cass. Truppen abwehren. Siege die Truppen der dunklen Materie. Hier oben sind schon welche. Naja, dann kommen die schon dazu. War doch hier. Ey, meine Karte backt gerade hier ein bisschen rum. Nicht nur bei dir. Hier stand gerade ein Monitor vor mir, der ist jetzt weg. Ich hab mal da gelacht und dann so weggebeamt so. Alter, ich komme. Hallo, ich komme jetzt nicht von der Ecke da weg. Ey, ich komm da nicht raus. Wo ich hänge. Ich kann mich nicht mehr bewegen hier raus. Ich hänge hier fest. Hallo, was ist das? Ich hänge hier fest, ich komme da nicht mehr raus. Voll buggy, ey. Ey, du steckst in der Wand drinne. Töte mich. Versuch mal, geh zu mir. Kann ich nicht. Ich kann nur sagen, töte mich. Ich kann dich nicht töten. Du kannst dich höchstens mit Granaten selber in die Luft jagen. Ja, Mann, ich jage mich selber in die Luft. Weg und dann guck mal, ob du geh zu machen kannst. Ja. Ich kann schon wieder leben, dass ich gerade nicht mit der Granate selber töten kann, oder? Doch, das geht. Ja. Ey, wenn ich irgendwie hier oben in meinen Kopf reinzoome, kann ich meine Zunge sehen. Ja, deine Anzeige von dir, deine Darstellung vom Kreuz, die backt hier über die ganze Karte. Bist du 5 Kilometer im Himmel, dann bist du unter. Ah, jetzt kommt wieder raus, super. Ah, irgendwie kann ich mich wieder bewegen. Die Materie hat sich freigesprengt. Ja, Mann. Mal hoch hier, das ist viel entspannter auch. Ein Todesstart. Wir gehen richtig ab hier. Die vielleicht noch neben uns. Die von am Ausrasten hier, auch die Monitorleute und alles. Greife den Feind an.
Das geht ab. Aber die hätten ja auch grafisch an dem Spiel auch noch viel mehr machen können, oder? Ey, du musst, überleg mal, ist ja, also dafür, dass es so ein großes, umfangreiches mit so vielen Spielern, das ist es eigentlich schon nicht schlecht. Ja. Also lieber mit schlechterer Grafik als zu wenig Umfang. Ja, wenn solche Leute gibt, so die so an der Grafik rummeckern, für den ist das nichts. Schwing mir jetzt unsere Ärsche hier raus, bevor es Kugeln regnet. Ach, halt, wie sagt man, ich werde mal sehen, was ich noch für die dunkle Serie habe. Genau. Wenn ich etwas finde, melde ich mich. Also so, mit so einer Grafik Battlefield zum Beispiel verkaufen würde nicht funktionieren. Eine Grafik. Ja, Mann. Das haben wir einfach aussehen lassen. Schumacher hat einen sofortigen Angriff auf Iomikas Siedlung. Er soll ein Überlebender von Defiance sein. Ach, man findet zwar 10.000 Sachen hier, aber irgendwie ist alles Müll. Er soll ein Überlebender von Defiance sein. Einen Menschen zu erledigen. Wir sollen tief nach Paradise eindringen? Allein bis zur Eisernen Dämon Ranch werden wir die Hälfte unserer Männer verlieren. Unser Commander würde euch für die Wiederbeschaffung des Geräts reichlich belohnen. Wenn ihr unserer Bitte schnell nachkommt, verdoppeln wir das Angebot. Okay, irgendwie werden wir es schaffen. Wie viele Männer es auch kosten mag. Aber ihr Vokus solltet euer Versprechen auch einhalten. Er wird hoch erfreut sein. Lol, hört mir angehört. Den Rekorder oder was? Ja, Mann. Wie die also rumschnacken. Hat ich mir auch schon gehört. Haben sie auch nicht schlecht gemacht. Aber jeden anhören immer. Vor allem, wenn du mitten im Kampf einen findest und den gleich einsammelst. Ja, der ist schon recht nervig. So, dann chill ich erstmal, weil das dauert ja immer ein bisschen, bis sie wieder hier aktualisieren, dann die Mission. Na, ich hätte sowieso erstmal gesagt, verkaufen. Ja, verkaufen auch, ja, klar. Stimmt. Money, money, money. Verkaufen, verschrotten. Alles Mögliche. Alles, was man damit so anfangen kann. Die Weißen kannst du schon immer verschrotten, weil dafür gibt es so viel wenig Kohle, weißt du, da ist die Arschenverwertung sinnvoller als... ...498 in der Klasse. Ey Sascha, Ultrabohrer Erweiterung 2 für... Präzisionsgewehre. Na herrlich. Oh, ich hab gleich keinen Platz mehr, das ist doch zum Kotzen. Nee? Achso, ich kann einmal verkaufen. Yay. Ach stimmt, du machst ja eher die kritischen oder Durchschlag rein, ja. Ich vergaß. Obwohl im Auto, Semi-Auto sind die doch garantiert nicht schlecht. Richtig. War das jetzt eine Frage? War eine Feststellung. Wow, wow, wow. Ich habe ein Kommunikationsrelais, das wir öffnen können. Triff mich beim Burnell-Turm.
Ja, Mission. Wo ist die Station? Oder ganz unten wieder, oder? Boah. Piratensender. Die wird lustig. Aber da muss ich immer noch eine Klasse nehmen. Die wird lustig. Ja, sollte man nicht so mit Scharfschütze. Warte mal, war das? Kurz überlegen. Oh, werden wir ja sehen gleich. Ja. Golden Gate Bridge. Lol. Oh nett, hier war ich ja noch nicht. Wie bist du hier hochgekommen? Ja, ne? Ich hab mich gerade voll gewundert. Ich dachte, die Brücke wäre kaputt gegangen oder so. Oh, geil. Stell dir vor, da oben würdest du im runterjumpen oder so, in der Höhe. So, jiha. Ich habe eine Fallschirm. Nee, weißt du, was du machst, bevor du auf dem Boden landest? Du brauchst das Fahrzeug so in der Luft, dass es explodiert und dass du noch durch die Druckwelle noch irgendwo im Wasser kommst oder so. Ja, aber das mit der Trägheit, das setzen wir außer Kraft. Haust du voll so auf dem Boden und explodiert das so, dann haut die Druckwelle denn zu Wasser oder so, weißt du, dann wärst du wenigstens nicht aufgeklatscht irgendwo auf dem Boden. Das ist wie die Leute, die sagen, dass wenn sie mit einem Fahrstuhl abstürzen, im letzten Moment hochspringen. Genauso Ja, sieht das aus. damit du nicht zerquetscht wirst. Das ist mal ein Platt wie Pfannkuchen dann. Dann wird man gepresst. Ja, auf jeden Fall kommen deine Knie und meine Schultern wieder raus. Ja, mit so einem Knacken. Wir haben mehrere Ziele. Los, erledigen wir sie. Oder du hängst am Fahrstuhl so. Was hängst du am Fahrstuhl? Ja. Also drinnen, dann hängst du da so, weißt du? Damit du nicht unten aufgedrückt wirst. Ja, ohne Arm rumzulaufen ist auch lustig. Ja. Weißt du, kannst auch wieder neu ran machen. Lässt sich wieder rannähen. So ein Abiland gezeigt, der hier, so eine Armprothesen. Komplett mit Computersteuerung, also das sah übel finster aus. Du bist doch voller Cyborg, ey. Hast du eine längere Lebenserwartung? Wenn du dich denn immer mehr, wenn du immer mehr zur Maschine wirst, dann hast du eine längere Lebenserwartung. Weil dann weniger Organe denn ausfallen, die dich denn deinen Körper schwächen können. Naja, ein Arm und ein Organ ist ein kleiner Unterschied. Ja, okay, den Arm kannst du ja jederzeit verlieren. Da kann jeder das Testtürme wegfetzen. werden uns weiter unter Beschuss nehmen, bis wir den Generator. Ich will aber nicht wissen, was die Dinger kosten. Ich glaube, können sie uns jeder leisten. Ne. Jedenfalls nicht die, die sie da gezeigt haben.
Am besten noch mit so einer KI mit installiert. Das läuft ja über Neuroprozessoren, so wie sie das erklärt haben. Cool. Voll Hightech. Allmählich. Gib mir Deckung! Das Coole ist, dass er trotzdem also das ist ja ein mechanischer Arm. Diese Stürme werden kein Problem mehr darstellen. Wenn es zur Klopperei kommt, du brauchst keine Handschuhe. Nee, du donnerst du einfach nur rein. Oder du, oder aus seinen Fingern kommen so Nadeln. Da hast du Art so wie Klingen oder so. Ja, ich glaub, du auch Nadeln in deine Prothese rein. Egal, kannst du auch selber machen. Ich würde es machen, ey, selber so rein mutieren. Ich puff mich jetzt nicht mehr zu dir, ich lande hier andauernd. Hier ist ein Bollwerk vor mir, zwei Monitore, das ist doch zum Kotzen. Hier geht das richtig ab hier gerade. Am Ausrasten sind die wieder. Ja, das Geile ist, hier ist noch ein anderer Spieler mit dabei, der beobachtet alles von oben. Also ja, super Held, ey. Super Held, der zuguckt. Der lacht bestimmt so und guckt erstmal zu, wie wir hier spielen. Dann lässt uns die Drecksarbeit machen. Steht ja bloß sinnlos in der Gegend rum. Und der isst gerade seinen fetten Burger. Irgend so ein Ami. Der muss einmal seinen Burger essen, bevor er wieder spielen kann. Ich weiß ja, ich hatte die Amis dann eigentlich mit auf die Flower drauf gemacht. Was hast du? Irgendwas hat schon mal gehört. Was hast du gemacht? Na, eigentlich waren ja die Europäischen und die Amis Server getrennt, oder nicht? Ach, scheiße, Mann! Wer ist durchtrennt? Nee, getrennt. Ach so. Weiß ich gar nicht. Irgendwie soll da was sein. So, ich hab die... Gefechtstürme sind nun ausgeschaltet. Weißt du, schade, dass zum Beispiel... Schade, dass zum Beispiel nicht so ein Spiel gibt wie Monster Hunter, das es auch für die Konsolen so gibt, also die anderen auch. Eigentlich auch ganz lustig, das Spiel, oder? Ich hab das schon zig, ja, Spielberichte und so von dir sehen, weißt du, und ich hab immer noch keinen Plan, worum das geht. Ah, das ist auch so, wo du mit Leuten zusammenspielen kannst. Ach so, ich hab gedacht, das ist sowas wie eine Mischung aus Final Fantasy und was weiß ich hier, Pokémon. Nee. Das ist auch so, da kannst du richtig rumkloppen und so ein Kram. Mit anderen zusammen. Dann kannst du zum Beispiel Drachen und irgendwelche anderen Gegnern so bekämpfen. Da gibt es auch richtige so Bosskämpfe und so ein Kram. Ach, und ich hab gedacht, das ist so ein Typ, der durch die Gegend läuft und irgendwelche Monster einfängt. Nee. Das ist nicht Monster. Ich glaube, da gibt es glaube ich irgendein Spiel, das heißt aber anders. Monster Hunter ist wieder anders. Ach, Kacke. Soll aber durchgehen. Habe ich schon gesehen so. Gibt es da so voll die verschiedenen Klassen so wie Zauberer und so ein Zweischwertkling-Tybi und all so ein Kram. Aber was? Ja. Und du kannst sogar, Das sah auf jeden Fall ganz schön geil aus und die Animation. Ja. Ich hab ja erst gedacht, dass es eine Render-Sequenz ist, bis du dann unten das Headset, also, bis du unten das, Display gesehen hast. Schade, dass es die aber nicht für die anderen noch gibt, ey. Dass es nur exklusiv für Wii, Wii U oder so sein soll, ey. Das ist für den Wii? Ja. Kacke. Ah, meine Alten haben eine Wii oben und die Grafik davon ist unterirdisch, jedenfalls bei den Spielen, die haben. Ach so. Ja, sieht eigentlich rein ganz gut aus, ne? Ich habe mich auch voll gewundert, dass es so eine gute Grafik da liefert. Also das Spiel so selbst. Ich sag mal so, für Familien mit kleinen Kindern, weißt du, dafür ist er ja wirklich noch gut, aber ich würde mir keine Wii holen. Nee, ich auch nicht. Wegen einem Spiel. Da bin ich so der Fan. Ich dachte, dass das für PlayStation rauskommt. Nee, für PlayStation gibt's das auch nicht. PlayStation hat zum Beispiel auch schon so coole Spiele wie auch Yakuza oder sowas. Das ist auch ganz gut. Auch so Mafia-Kram.
mir! Töte sie! Nur dass die ganzen Leute durch PS Plus immer Spiele jeden Monat geschenkt kriegen, da irgendwie so. Ja, hat ja Xbox jetzt auch teilweise gemacht, ja? Mit ihren kostenlosen On-Demand-Spielen alle 2 Wochen. Ja. Als nächstes kommt der Assassin's Creed 2 und danach kommt. Warte, was hat er gesagt? Ein Kumpel von mir, der hat das ja schon alles rausgesucht. Aber die ganzen Spiele habe ich schon alle durchgespielt, also ich weiß nicht, warum ich die normal haben soll. Oh, richtig. Weiß nicht, eigentlich sind die auch gar nicht mehr so teuer, also. Wow. Aua, ey, wo wow. Hab mir geköpft. Yeah. Oder was auf PlayStation sogar gibt's, das habe ich auch gespielt, das heißt Heavy Rain, ist auch voll nice. Oh ja. Oh, oh. Ich glaub's auch ein total krankes und das hieß Vampire Rain. Oh ja. Der Trial and Error Scheißtrick. Ich hab, wie gesagt, davon, ich hab das auch nie gespielt. Ich hab davon immer nur Screenshots oder irgendwelche Trailer gesehen. Das sah absolut krank aus. Krank ist eine Pipe. Echt, ja? Müll. Ja, nur Müll. Ich hatte das Müll. Das ist übelster Trial and Error Müll. Weißt du schon, du? Das heißt, du gehst einen Weg und hast keine Ahnung, ob du da Erfolg hast oder nicht. Gehst drauf, gehst. Respawn, und dann gehst du einen anderen Weg, weißt du? So läuft das ganze Spiel ab. Echt? Ja, ja. Und die UV-Munition, die du brauchst, wo die Vampire tatsächlich töten können, ja, die ist so spärlich gesät, dass du im ganzen